Viele Grüße vom ranzigen Basteltisch, Freunde. Alles ist wieder mal im Fluss oder in der Arbeit, wie man so schön sagt. Messerscheide geht voran für das kleine Grillmesser oder wie man es nennen möchte. Freunde, man kann schon mal probeweise die Klinge verwahren, sagt man ja so schön. Es ist erstmal jetzt bloß geklebt. Hier oben passgenau ausgeschnitten. No. Ihr seht, zack, passt, ne? So, als kleines Gimmick hier vorne, no, ihr seht, ist eine Zwischenlage eingebracht, so eine Art Lederkeil, nenne ich das jetzt mal, der sich dort befindet, wo eine Schneide ist, damit die Klinge, die wirklich super scharf ist, nicht gleich die Naht auftrennt. Habe ich mir jetzt mal so schnell ausgedacht, das wird wohl bei Messerscheiden so gemacht. An der Rückseite demzufolge nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum befindet sich hier nicht überall eine Zwischenlage drin? Leute, es geht einfach darum, dass das Messer auch noch drin bleibt, wenn man wackelt. Also es soll auch ein bisschen klemmen. Zeitnah soll dann hier nochmal so ein kleiner Riemen rübergezogen werden. Aber das ist alles noch irgendwie in Planung und noch nicht ganz, spruchreif. Das ist auch erstmal so die grobe Form. Das wird natürlich dann hinterher noch schmal geschnitten. Hier und hier. Zack. Demzufolge auch hier, das wird dann wieder schön abgeschliffen, erst geschnitten, dann geschliffen, hinterher abgewachst. Ihr kennt mich ja. Ja, hier hinten ein bisschen Öl aufgetragen, damit man das Ganze jetzt schon mal knicken kann. Ihr seht, so ist es ungefähr. Mensch, der Fokus will halt nicht. So ist ungefähr der Aufbau, ne? Eine ganz simple Bastelei in dem Prinzip. Die Löcher mache ich immer schön, damit es nicht so ganz so mühsam ist, mit einem kleinen winzig Schraubendreher vorstechen und hinterher mit einer dicken Ahle nachstechen. Hält vielleicht ein bisschen auf. Zu Hause wartet dann noch eine kräftige Nähmaschine auf mich. Die wird das dann für mich übernehmen und wahrscheinlich auch gleich nähen. Oder man stanzt nur die Löcher und macht dann eine Handnaht. Ich weiß es auch noch nicht, Freunde. Ja, das erstmal so zu dem Projekt. Es geht fleißig voran und ich wollte euch bloß ein bisschen auf dem Laufenden halten. Tschüss, Freunde.